Begrüße Sie sehr herzlich und möchte gleichzeitig, ja, ich wäre jetzt gleichzeitig lieber aktuell in Lindau, würde bei Ihnen sein, vorne am Pult stehen. Aber wir haben gestern meine Mutter beerdigt, die ist vor 10 Tagen gestorben. Das ist ein Grund, warum ich jetzt nicht da sein kann und wo ich kurzfristig überlegt habe, das Ganze überhaupt abzusagen, aber dann diese Lücke im Programm nicht entstehen lassen wollte, weil das so kurzfristig nicht ging. Und als wir gestern meine Mutter beerdigt haben, mit 89 Jahren, so alt ist sie geworden, da habe ich gedacht, naja, wie wäre sie mit diesem Thema umgegangen? Sie war keine Akademikerin, sie hat kein Abitur, sie hat trotzdem nach dem frühen Tod meines Vaters, ich war 12 Jahre, als mein Vater gestorben ist, sehr selbstständig sich um viele Dinge gekümmert, die Anlagen, nicht nur privat, nicht nur in der Erziehung, sondern auch. Wir hatten ein kleines Wasserkraftwerk in Niedersachsen, wo ständig Handwerker da waren, wo sie mit den Handwerkern verhandelt hat, wo sie sozusagen die Dinge in die Hand nehmen musste, in die Hand genommen hat und wo sie eigentlich früh, ohne dass das damals überhaupt irgendwie Thema gewesen wäre oder betont worden wäre, selbstständig, selbstbewusst, gleichberechtigt mit all diesen meistens Männern zu tun hatte. Ob das um steuerliche Dinge ging, ob das um, wie gesagt, diese kleinen geschäftlichen Dinge ging, als Nicht-Akademikerin, als Nicht-Abiturientin. Und das ist ein Punkt, da möchte ich später noch drauf eingehen, wie wenig inklusiv diese Versuche sind, neue Sprachformen zu etablieren. Sprache verändert sich ständig, Sprache ist ständig im Fluss. Sprache spiegelt auch gesellschaftliche Verhältnisse wider. Aber Sprache hat auch die Tendenz, zu vereinfachen, Dinge anzunehmen, damit sie einfacher werden. Und das tun all die Versuche zu gendern aus meiner Meinung nach nicht. Und da bin ich mir auch mit vielen Linguistinnen und Linguisten einig. Da gibt es viele Beispiele dafür. Und deswegen finde ich auch diesen gesellschaftlichen Aspekt von Gendersprache sehr wichtig, was allein sozusagen die Frage angeht, wie exklusiv, wie inklusiv ist das Ganze. Und wie sehr trägt es dazu bei, Sprache einfacher zu machen? Ich möchte das im nächsten kurz ausführen. Ich möchte vor allen Dingen aber schon jetzt darauf hinweisen, aus meiner Sicht verändert sich Sprache ständig. Das sind zum Teil auch sehr unschöne Entwicklungen, die da passieren. Viele Menschen benutzen den Begriff Sinn machen, was ein Anglizismus ist, der eigentlich die deutsche Sprache verhunzt. Aber das hat sich mittlerweile so etabliert, dass man das auch in Nachrichtensendungen hört oder sieht, aber wichtiger oder inzwischen kann man auch laut Duden sagen, Globusse, Atlasse, obwohl diese Dinge vor 20 Jahren noch nicht im Duden standen. Also ich bin kein Sprachhüter, kein Wächter über die Reinheit der deutschen Sprache, die so bleiben soll, wie sie schon immer war, sondern Sprache spiegelt Verhältnisse wider, gesellschaftliche Verhältnisse. Aber wichtiger aus meiner Sicht, als die Sprache zu ändern, ist es, die Verhältnisse zu ändern. Und da ist es entscheidend, dass die Benachteiligung von Frauen in ganz vielen gesellschaftlichen Bereichen verändert wird, angegangen wird. Die Benachteiligung von Frauen in der Politik, in der Wirtschaft, in gesellschaftlichen Fragen allgemein, in der Bezahlung, dieses Equal Pay Day-Thema haben wir jetzt schon lange, in der Besetzung von bestimmten Führungspositionen. Da gibt es viele, viele Missstände. Ich finde es richtig und wichtig, dass diese Defizite angegangen werden. Ich finde es richtig und wichtig, dass die Übergriffigkeit, die Gewalttätigkeit, die sexualisierte und sexuelle Gewalt, die im Rahmen der MeToo-Debatte erst richtig stärker aufkam, angesprochen und verändert wird. Das alles steht nicht dem entgegen, was ich gleich über die Sprache sagen möchte. Also da gibt es große Defizite, da gibt es großen Nachholbedarf und viele, viele Aufgaben, die vor uns stehen. Aber das Ganze geht eben einher mit einer großen Verlustanzeige. Ich finde, das, was wir gerade in der Gendersprachdiskussion haben, da sind viele Dinge bedroht. Da müssen wir viele Mängel und viele Nachteile befürchten. Ich werde die nachher ausführen, aber mein erster Aspekt ist, dass ich hauptsächlich gegen eine Einführung der Gendersprache oder eine Verbreitung der Gendersprache bin, weil sie höchst problematisch ist, linguistisch, sprachlich, weil sie irreführend ist, weil sie zu einem sprachlichen Chaos führt und vor allen Dingen, weil sie inkonsequent durchgeführt wird und die Sprache eben nicht einfacher macht, sondern komplizierter. Ich möchte dazu ein paar Beispiele vortragen. Zum Teil kennen Sie die vielleicht, zum Teil haben Sie die schon gehört und ich möchte betonen, das ist keine Karikatur, sondern das
passiert. Das ist sozusagen, finden Sie in deutschen Wörterbüchern, in deutschen Anordnungen. Und das eine ist beispielsweise, ich muss das jetzt gerade mal vorlesen, das ist aus einem Deutsch-Arbeitsbuch für das Gymnasium. Da gibt es eine bestimmte Textanweisung, die in gegenderter Sprache formuliert worden ist. Ich lese die mal gut vor. Lest den rechts stehenden Text folgendermaßen. Eine näher ist Zuhörerin, der die andere ist Vorleserin. Eine er liest den Abschnitt vor, der die Zuhörerin fasst das Gehörte zusammen. Der die Vorleserin muss angeben, ob die Zusammenfassung richtig war. Wechselt euch nach jedem Textabschnitt ab in der Rolle und fasst dann weiter zusammen. Also das ist sozusagen keine Karikatur, sondern das steht in einem Deutschlehrbuch. Und da denke ich, abgesehen davon, dass es schwierig ist, das unfallfrei vorzulesen, was mir jetzt eben gerade nicht komplett gelungen ist, zeigt das eben auch, wie das Sprache verkompliziert und wie man oft nicht weiß, wie man das dann überhaupt verstehen soll. Ein zweites Beispiel ist aus einer Behördenanweisung. Ich lese das jetzt auch mal vor. Wie gesagt, auch keine Karikatur, kein Witz. Es geht da um ein Stadtparlament in Nordrhein-Westfalen. Zur Vorbereitung Ihrer Beratungen können die Fraktionen im Rahmen ihrer Aufgaben von der vom Bürgermeister in Auskünfte über die von diesem oder in ihrem, seinem Auftrag gespeicherten Daten verlangen, soweit der Datenübermittlung nichts entgegenstehen. Das Auskunftsersuchen ist durch den Fraktionsvorsitzenden schriftlich unter wörtlicher Wiedergabe des Fraktionsbeschlusses an den Bürgermeisterin, Bürgermeister zu richten. Das Ganze ist noch mit Gendersternen versehen. Das sind zwei Beispiele. Das dritte ist, das ist damals in vielen Sendungen aufgegriffen worden, auch in Tagesthemen. Sie haben das vielleicht gesehen. Lan Hernscheid hat vorgeschlagen, für alle Possessivpronomen den Begriff ens zu verwenden. ENS, ens. Also in ens Keller liegt ens Onkel. Damit ist unklar, also das ist das Beispiel, was ich jetzt daraus gemacht habe, in diesem Tagesthemenbeitrag oder in dem Vorschlag von Lenz Hornscheid sollte damit meiner, seiner, deiner, ihrer, unser, also alle Possessivpronomen, alle besitzanzeigenden Fürwörter, sollten auf diese Weise durch ens, also durch dieses neutrale ens, weil es weder weiblich, männlich noch sächlich anzeigt, ersetzt werden. Und ich habe eben mit diesem Beispielsatz in ens Keller liegt ens Leiche oder in ens Garage steht ens Fahrrad, da weiß man nicht, wo jetzt der Bestatter hinfahren soll oder der Krankenwagen. Da weiß man nicht, wer jetzt wem das Fahrrad gehört und wo es steht. Das führt also zu einer völligen Verunklarung der Deutlichkeiten. Also es vereinfacht die Sprache nicht, sondern macht auch inhaltlich völlig unklar, was eigentlich jetzt passieren kann oder passieren soll. Ich habe jetzt nur drei Beispiele und die sind alle relativ aktuell genannt. Dafür, wie gegendert wird in Deutschland, die aktuell zu finden sind. Das heißt, wir haben sozusagen ein komplettes Chaos, einen kompletten Wildwuchs. Und diese Beispiele sind, Sie kennen vielleicht die YouTuberin Alicia Joe, die hat die ausgeführt und führt die noch weiter aus. Da möchte ich jetzt gerne hiermit darauf hinweisen, dass da noch mehr Beispiele aus linguistischer Sicht ausgeführt werden, wie man sprachlich, linguistisch, grammatisch in den Wald kommt. Und das finde ich einen wichtigen Punkt. Das geht es jetzt eben nicht um Pedanterie, sondern ich erinnere mich noch gut an die Wirren, an die Probleme, als die Rechtschreibreform vor gut 20 Jahren eingeführt wurde und wie Proteste es da gab, wenn eben aus SZ 2S werden sollten oder andere minimale Anpassungen an die deutsche Sprache gemacht werden sollten. In dem Fall, ich habe es vorgemacht, hat man einfach auch große Schwierigkeiten, es zu lesen, es vorzulesen, es auszusprechen und auch beim Verständnis muss man mehrmals hingucken. Also es geht um rein praktische, pragmatische Einschränkungen und Beeinträchtigungen, die ich da sehe. Und aus diesen Gründen bin ich sehr, sehr skeptisch, so sehr ich dafür bin, dass Sprache gesellschaftliche Wirklichkeit widerspiegelt. Das Zweite ist, dass Gendern auch in sich problematisch ist. Wir kennen diese Beispiele
Die Sache mit dem Binnen-I ist etwas, was man, wo, da kann man sich sprachlich dran gewöhnen. Und, aber auch sie hat eine gewisse Inkonsequenz, weil es gar nicht bei allen Begriffen, bei allen Substantiven möglich und nötig und vor allen Dingen auch nicht richtig ist. Die Frage ist zum Beispiel, wie man das Genie in männlich und weiblich umändert, wie man sozusagen unbestimmtes Geschlecht steigert. Der Gast, die Gästin. Der Star, ein englischer Begriff, die Starin oder umgekehrt Begriffe, die schon vom Genus her weiblich ist, wie die Person, müsste man dann nicht gerechterweise auch der Persona sagen? Was ist mit die Koryphäe? Der Koryphäer, also wenn wir das systematisch machen würden mit all diesen Begriffen, dann ist es sehr schwierig, das so umzusetzen, weil wir dann, ich habe jetzt nur einige wenige Begriffe genannt, die Leiche, entschuldigen Sie, wenn ich darauf wieder zurückkomme, aber der Leicher, wir sehen damit, dass wir bei sehr vielen Begriffen, und das sind jetzt nicht fünf exotische Beispiele, sondern es gibt mannigfache, dutzendfache Beispiele, die zeigen, dass das nicht in männliche und weibliche Formen unterschieden werden kann. Also dass es nicht durch ein Binnen-I oder überhaupt durch eine weibliche Endung oder männliche Endung bei ganz vielen, besonders eben bei Nomina von unbestimmtem Geschlecht, möglich ist. Das Mitglied kann man auch nicht in männliche und weibliche Formen zerlegen, geht sprachlich nicht, auch wenn das immer wieder gemacht wird. Das ist in sich von dem Begriff her nicht genderbar, kann nicht gegendert werden. Also wir kommen da aus vielerlei Hinsicht in den Wald. Zum einen muss man sagen, dass es eben auch diese sprachliche Form große diskriminierende Anteile hat. Wie geht man beispielsweise mit den Frauen um, mit denen, die in der DDR, in der ehemaligen DDR groß geworden sind und gearbeitet haben? Zur Erinnerung, dort lag der Anteil der arbeitenden Frauen zur Wende bei 92%, in Westdeutschland, in der BRD bei 50%. Wenn Sie Frauen, die älter als 25 sind oder älter als 30 sind, aus der ehemaligen DDR hören, dann sagen die voller Selbstbewusstsein über ihren Beruf: Ich bin Maschinist, ich bin Arzt, ich bin ja, Traktorist, was auch immer. Sie benutzen die männliche Form, ohne deswegen nur in Ansätzen daran zu zweifeln, dass sie selber Frauen sind, sich als Frau fühlen und ihre Frau in ihrem Beruf stehen. Also das ist etwas, was eben nicht die gesellschaftliche Wirklichkeit zumindest dieser Frauen widerspiegelt, was man auch berücksichtigen sollte, finde ich einen wichtigen Punkt. Dann sollte man noch vielleicht auch ein bisschen auf die historischen Wurzeln der Gendersprache eingehen. Da ist es so, dass Louise Pusch, die hat die feministische Linguistik in den 70er, 80er Jahren eigentlich mitgeprägt und sie hat gesagt, dieses Gender-Sternchen, das sei geschrieben, eigentlich ein Fehler. Das sei durch die Queer Community damals als sozusagen aufgebracht worden, aber von ihr als Idee. Nun können sich Ideen verändern, aber man muss nicht darauf hören, was sie sagt. Aber die Idee war eigentlich, dass das eher als ein Metasymbol, ein Metazeichen verwendet werden soll, also so ähnlich wie Anführungs- und Abführungsstriche. Dass man also sagt, okay, dieser Begriff ist inklusiv gemeint. Wenn ich Lehrer Sternchen schreibe davor und dahinter, dann heißt das eben nicht, dass ich den mitspreche oder in das Wort reinschreibe, sondern dass das so immer männlich wie weiblich zugleich gemeint ist. So war das ursprünglich gedacht. Ich finde, es gibt daher auch einen wesentlichen Aspekt zu berücksichtigen, was mit der Sprache da gemacht wird, die sich in einer Form verändert, die eben auf diese Weise schon für einige Menschen ausgliedernd sein kann. Und deswegen möchte ich auch darauf hinweisen, dass diese Beispiele eben häufig auch Gruppen diskriminieren und dass ich glaube, dass es vor allen Dingen ein ganz starkes akademisches, universitär und medial geprägtes Thema ist. Ich merke das selber bei uns in der Zeitung ganz, ganz stark. Und dass dabei eben auch leider verloren geht, wer sich da alles ausgegrenzt fühlt und ausgegrenzt werden kann. So ist es beispielsweise so, dass 12% aller Menschen in Deutschland, 12% Schwierigkeiten mit dem Textverständnis haben. Also die haben schon Verständnis, Texte zu lesen und zu verstehen, die relativ einfach gehalten sind. Deswegen gibt es auch in Behörden und machen auch manche Medien diese Initiative in einfacher Sprache. Das ist etwas, wo man durch, egal ob man jetzt das Binnen-I benutzt oder Gender-Sternchen oder beide Formen aufschreibt, zumindest nicht zur Vereinfachung der Sprache beiträgt.
Dann gibt es einen weiteren Aspekt neben dieser, ja, Exklusion, Diskriminierung von Menschen, die nicht so sehr mit Sprache vertraut sind oder auch Schwierigkeiten haben, ist es auch erschwerend für Menschen mit Migrationshintergrund oder für Menschen mit Deutsch als Fremdsprache, die deutsche Sprache erst lernen. Und ein Aspekt, auf den ich erst bei den Recherchen eben zu diesem Vortrag gekommen bin, dass es auch relativ schwierig ist für die Gruppe der Sehbehinderten und Blinden, weil in ihren Sprachformen, in ihren Erkennungsschriften häufig diese Sonderzeichen gar nicht vorkommen und deswegen sie in Verwirrung geraten, wie sie das sehen sollen. Und aus diesem Grund hat zum Beispiel der Deutsche Rat für Rechtschreibung letztes Jahr verkünden lassen, dass Sprache doch das Ziel haben sollte, sich zu vereinfachen und nicht zu verkomplizieren und dass man eben auch an diese Menschen denken sollte, die dadurch ausgeschlossen werden. Ich habe jetzt mit diesen drei Beispielen, von denen ich zwei eben kurz vorgelesen habe und dann das von Len Hornscheid genannt habe, mit diesem Enz, habe ich auch deutlich gemacht, dass es ganz schwierig ist, wenn es allein jetzt schon drei gängige Vorschläge gibt, wie die Sprache gegendert wird, dass das ziemlich chaotisch ist und dass es dabei dann eben ganz schwierig ist, welche richtige Form wir denn gerade verwenden, solange es keine Rechtschreibreform gibt, die aus den genannten Gründen aus meiner Sicht nicht umsetzbar ist, weil sie einen viel zu großen Eingriff in die Sprache darstellen würde und weil sie eben sowohl grammatisch wie auch linguistisch inkonsistent in sich ist und deswegen alleine schon da irgendwie jahrzehntelange Diskussionen von Sprachforschern mit sich bringen würde über diese Möglichkeit, eben bestimmte Begriffe nicht gendern zu können oder da zu in große unlogische Dilemmata zu geraten. Was ich in diesem Zusammenhang aber eben entscheidend und wichtig finde, ist das, wo ich jetzt in einem zweiten Teil meines Vortrags darauf eingehen möchte. Das ist das, was ich mit Verlustanzeigen und mit Dilemma und mit Problematik auf gesellschaftlicher Ebene übertiteln, benennen will. Und zwar ist das eine Art, ja, großes Reinemachen von Menschen, die sich als Sprachpolizei aufspielen, die versuchen, ihren moralischen Innenhof gut gefegt zu hinterlassen und da möglichst sauber zu machen und die dadurch bestimmte Codes einfordern und bestimmte Triggerbegriffe. Und wenn die fallen, also sozusagen die falschen Begriffe, dass nicht gegendert wird oder dass Begriffe benutzt werden, die eigentlich laut Gendersprache nicht mehr opportun wären, dass dann sofort das vernichtende Urteil gesprochen wird. Und diese Haltung, dieses Urteilen vom moralischen Hochsitz aus, das finde ich, Stichwort Cancel Culture oder auch identitätspolitische Debatte, höchst problematisch, weil es unsere gesellschaftliche Diskursfähigkeit, unsere Möglichkeit zu argumentieren, zu reden, die Möglichkeit uns zu verstehen, Verständnis für den anderen aufzubringen, die Argumente zu gewichten und nicht nach vorgegebenen Codes und Triggern zu gehen, weil ich das für entscheidend halte und weil ich da einen großen Verlust sehe, eine Verengung in der Diskussion und in der Kultur. Es hat schon ein bisschen abgeflaut, aber es fing natürlich auch mit Aspekten an, mit der Diskriminierung des alten weißen Mannes. Nun kann man sagen, 5000, 10.000 Jahre Patriarchat haben systematisch über Jahrhunderte, Jahrtausende lang Frauen ausgegrenzt, benachteiligt, zu massiven, ja, massiven Benachteiligung eben von Frauen geführt, dann sind jetzt mal die Frauen dran. Aber ich finde, diese Art von Revanchismus das kann nicht sein. Das ist so die Logik, wie wenn ein früherer Kriegsverlierer anfängt und sagt, okay, jetzt machen wir mal hier brutale Überfälle und fangen jetzt hier mit Gewalt an. Also das ist sozusagen, wir können dafür Gleichberechtigung und Emanzipation streiten und uns einsetzen, was ich unbedingt wichtig finde. Aber es kann nicht sein, dass jetzt sozusagen die Gegenbewegung all das, was wir zwischendurch an zivilisatorischen Errungenschaften hatten, wieder beiseite fegt. Also Altersdiskriminierung, der alte weiße, der heteronormative alte weiße Mann, das ist ja fast zum Klischeebild geworden, aber es gibt eben ganz oft in öffentlichen Diskussionen, auch in medialen Diskussionen, die bekomme ich nun sehr oft sehr hautnah mit, gibt es genau diese Vorwürfe, wo dann mit dem vermeintlich unhinterfragten Vorrecht des Alters und der Weiblichkeit oder eben der Non-Binarität argumentiert wird, was aber ja kein inhaltliches Argument ist. Und diese elitäre Abgrenzung führt dann eben zu einer Art, ja, Distinktionsgewinn, Abgrenzungsgeschichte, die von einer, wie ich finde, kleinen medialen und akademischen Minderheit hauptsächlich vorangetrieben wird.
Und ich finde, das führt zu einer Anmaßung der Bewertung, die eben nicht mehr auf gute Argumente setzt, sondern eben auf ja, Schlagwörter und Codewörter und Triggerbegriffe. Und das fand ich besonders ärgerlich jetzt. Sie haben das vielleicht mitbekommen. Es ist dieser Begriff von der kulturellen Aneignung ist da oft die Rede. Da ging es jetzt nicht in erster Linie um das Thema Frau, Mann, gendern oder nicht gendern, sondern da ging es darum, wer eben von Amanda Gorman, dieser schwarzen Dichterin, die bei der Amtseinführung von Joe Biden da dieses beeindruckende Gedicht vor dem Kapitol vorgelesen hat, wer die jetzt nun übersetzen darf. Im Holländischen gab es da, in den Niederlanden gab es da ziemliche Verwerfung, weil dann darüber diskutiert wurde, ob eine weiße Frau die Gedichte einer schwarzen Frau übersetzen kann. Ähnliches gab es jetzt, als bei der Fridays for Future, bei einer Fridays for Future-Veranstaltung Ronja Malzahn, eine Musikerin mit Dreadlocks auftreten wollte, was ihr von den Fridays for Future Organisatoren dann untersagt wurde, weil das als kulturelle Aneignung galt, weil sie eben mit diesen Dreadlocks ein Symbol, ein Zeichen, eine Haarprachtfrisur der Schwarzen getragen hat, die sie sich nicht anmaßen dürfte zu tragen. Und ich finde, aus diesen Übergriffigkeiten sieht man schon, wie sozusagen mit moralischen Werturteilen, bevor die Menschen etwas gesagt, übersetzt, Musik gemacht haben, gesagt wird, du gehörst nicht dazu, du bist nicht dabei. Und dass das eben auch bei dem Mann-Frau-Thema und bei der Gendersprache eine Rolle spielt, zeigt zum Beispiel die Bewertung einer Arbeit an der Universität Kassel, das war, glaube ich, im Jahr 2020, wo eine Arbeit in einem Fachbereich, der nichts jetzt mit Gendersprache im inhaltlichen Sinne zu tun hat, diese Arbeit um eine Note schlechter bewertet wurde, weil der Studierende, die Studierende, ich weiß gar nicht, ob es ein Mann oder eine Frau war, nicht gegendert hat in der Sprache. Also sowas hat schnell ausschließende, bewertende Urteile, weil, wenn sich nicht an diesen Maßstab gehalten wird, von dem, wie ich vorhin versucht habe zu zeigen, sprachlich noch gar nicht klar ist, wo sollen denn da die sprachlichen Richtlinien gelten und gehen. Wozu das außerdem führt, was ich als Verlustanzeige bezeichne oder zumindest als Frage in den Raum stellen möchte, das ist so eine Art Infantilisierung der Gesellschaft und des Diskurses. Immer öfter sehen wir bei diesen identitätspolitischen Fragen so einen Rückzug nach dem Motto, ich finde das aber nicht gut, ich finde das blöd, ich fühle mich dadurch gekränkt. Also man redet von seinen Gefühlen, die man hat, weil jemand eine bestimmte Sprache nicht benutzt, etwa nicht gendert, weil jemand bestimmte sozusagen kulturelle Chiffren, kulturelle Codes selber für sich nicht übernehmen will. Und damit ist dann das Ende der Diskussion quasi eingeleitet, oder zumindest ein Diskussionsabbruch, ein inhaltlicher Austausch, der droht dann relativ bald. Das finde ich das, was mich eigentlich besonders irritiert und bedroht daran, dass es sozusagen eine unmittelbar im Raum stehende Intoleranz möglich ist. Man kann immer mit Verweis auf diese sozusagen, du benutzt nicht die Chiffren, die Begriffe, die Codes, die ich für wichtig halte oder wir in unserer Gruppe und damit bist du draußen. Egal, was du sagst, egal, was du sonst für dich vielleicht an guten Argumenten vorzubringen hast. Und dann wird sofort gesagt, das können wir nicht durchgehen lassen, das geht so nicht. Und das ist sozusagen, das ist ich nenne das mal eine Art Konversionserzählung. Also man sagt für sich, da habe ich jetzt erlebt, dass ich in dieser Form sprachlich benachteiligt worden bin. Und mit diesem datierbaren Ereignis mache ich dann für mich deutlich so, und das geht jetzt nicht mehr. Das lasse ich mir nicht mehr bieten. Da mache ich nicht mehr mit. Da steige ich aus der Diskussion oder aus dem Gespräch, aus der Gruppe aus und fange dann an, sofort das Lager zu wechseln. Und ich bin dann mit aber auch hermetisch abgeriegelt gegenüber Argumenten. Denn ich bin ja durch die Selbsterfahrung bekehrt, dass ich als Frau, als Schwarzer, als wie auch immer, bisher benachteiligte Minderheit jetzt erlebe, dass durch die Sprache ich weiter benachteiligt werde. Darauf kann ich mich dann zurückziehen im Extremfall. Und diese Extremfälle gibt es dutzendfach. Da könnte ich noch viel, viel mehr Beispiele aufführen. Und damit ist sozusagen das Ende der Diskussion und der Debatte erreicht. Das halte ich für eine ganz bedrohliche Entwicklung. Ich habe das muss so im Jahr 2016, 17 angefangen haben. Da fing in den USA die Rede von sogenannten Mikroaggressionen an. Also, dass man gesagt hat, man kann bestimmte Themen, bestimmte Debatten, bestimmte Vorträge nicht mehr hören, weil da Dinge ausgesprochen werden, die mich in meiner Befindlichkeit stören oder aggressiv machen.
Das ist an der University of Berkeley, ist das erstmals aufgetreten worden, dass Redner ausgeladen wurden, weil sie bestimmte Positionen vertreten haben, die aber völlig demokratisch, völlig sozusagen auf unserem gleichheitlichen Menschenbild beruhten, aber die bestimmte Begriffe be verwendeten, die aus Sicht der Mehrheit nicht mehr opportun waren. Und ich habe nur gedacht, Berkeley als Inbegriff, als Ausgangspunkt der Studentenbewegung, der freien Rede der 68er, die sich nicht nur von Konventionen, sondern eben auch von starren Denkmustern befreien wollten, wurde damit, es gibt es inzwischen an vielen amerikanischen Universitäten und Colleges, aber auch an etlichen deutschen Hochschulen, damit wird sozusagen der freie Austausch der Gedanken behindert in Rückführung auf diese, ich habe es vorhin Infantilisierung genannt oder eben auch große Emotionalisierung. Es kränkt mich, es verletzt mich, es ist für mich etwas, was ich nicht ertragen kann. Deswegen kann ich mir die Argumente der anderen überhaupt nicht mehr anhören. Es ist gleichzeitig natürlich, geht damit einher, und ich rede ja hier von Verlustanzeigen, von einem großen Egozentrismus, von einer Selbstbespiegelung, vom Ausloten der eigenen Befindlichkeit statt der gesellschaftlichen Verhältnisse. Und das ist eigentlich auch eine Art Abkehr vom Sozialen, würde ich sagen. Also damit geht es nicht darum, die gesellschaftlichen Verhältnisse zum Ändern, früher hätte man gesagt, zum Tanzen zu bringen, sondern es geht eigentlich darum, wie geht es mir damit? Und ich stelle mich egozentrisch, individualistisch in den Mittelpunkt. Ich halte das auch, und da bin ich tatsächlich ein Kind der 70er und 80er Jahre des letzten Jahrhunderts, wobei die Ideen schon ganz weiter zurückgehen. Ich halte diese identitätspolitische Ausrichtung auch für einen Rückschritt gegenüber dem, was wir bisher gesellschaftlich erreicht haben. Was haben wir erreicht? Das sind Begriffe wie Emanzipation, wie Inklusion, wie Universalismus. Und das bedeutet eben auch, das, was ich bin, was ich werde, was ich sage, was ich mache, was ich mit meinem Leben anstelle, das ist unabhängig davon, welches Geschlecht ich habe, welche Rasse ich habe, welchen Glauben ich habe, welche sexuelle Orientierung ich habe und was mir da wichtig ist. Und das ist aus meiner Sicht ein großer Rückschritt, wenn wir jetzt dahin zurückgehen und sagen, in erster Linie, ich bin schwarz, ich bin schwul, ich bin Frau, ich bin Lesbe, ich bin trans, ich bin was auch immer. Also ich mich erstmal mit meiner biologischen äußeren Identität darstelle als der, der ich bin. Das bin ich zwar alles auch, aber viel entscheidender ist doch das, was ich sage, was ich mache, was ich kann, wie ich mich einbringe, wie ich mit anderen mitfühle, wie auch immer. Und das ist etwas, was mir insofern auch, ja, jetzt komme ich wieder zu einer persönlichen Geschichte, befremdlich vorkommt, weil ich eben als Kind von Nicht-Akademikern, als früher Halbwaise, der auf dem Land aufgewachsen worden ist, nie irgendwie auf die Idee kam, das als nachteilig in meiner Biografie zu sehen und mich da als jemand über diese Dinge zu identifizieren. Das ist Teil meiner Persönlichkeit, so wie jeder von Ihnen Teil seiner Persönlichkeit, Ihrer Persönlichkeit ist. Aber das ist doch nicht das, was mich ausmacht. Das hat mich geprägt, aber es ist nicht das, was mich in irgendwelchen Schritten, die geklappt haben oder die auch nicht geklappt haben, zurückgeworfen hat oder wo ich mich gar als Opfer sehen würde. Nun kann man sagen, als trotzdem weißer Mensch in einem wohlhabenden Land, was von der Bildungsoffensive der Sozialliberalen in den 70er, 80er Jahren profitiert hat, noch dazu als Mann, hatte ich vielleicht jetzt auch nicht so viele Nachteile wie andere Menschen, die in anderen Gegenden der Welt als Schwarze, als unterdrückte Minderheit, als Frauen, als sexuell nicht dem gängigen Vorstellungen in dem jeweiligen Land entsprechend aufgewachsen sind. Aber trotzdem finde ich es einen Rückschritt, diese biologische Grundausstattung, die jeder von uns mitbringt, so in den Vordergrund zu spielen, als ob sie meine Identität stärker ausmacht als das, was ich denke, fühle, sehe, bin. Und das ist deswegen etwas, was ich eben auch für einen großen Rückschritt halte, der noch dazu auf individualpsychologischer Ebene dazu führen kann, dass ich, ja, wenn ich mich zu sehr als Opfer der Verhältnisse sehe, dann ist natürlich vielleicht auch die Selbstlähmung so groß, dass ich diese Eigeninitiative gar nicht so sehr entwickle, da auch rauszukommen. Da gibt es ja auch etliche Beispiele dafür, wie das klappen kann und wie das geklappt hat. Und da finde ich eben diese biologische Geschichte höchst problematisch, höchst fragwürdig. Apropos Biologie.
Es gab früher eine Debatte über biologische, mögliche genetische Unterschiede, beispielsweise zwischen Schwarz und Weiß. Und da gilt immer noch das Diktum, dass sich ein Weißer, seit Jahrhunderten in Deutschland aufgewachsener Bayer und ein Weißer, seit Jahrhunderten in Deutschland aufgewachsener Ostfriese, genetisch unterschiedlich sein können als ein Weißer und ein Schwarzer. Und so ähnlich würde ich das auch postulieren für Männer, Frauen, für Transpersonen, für Menschen unterschiedlichen Geschlechts, die sich in ihrer Wesenhaftigkeit, in ihrem, das, was sie wirklich ausmacht, ähnlicher sein können, auch wenn sie unterschiedlichen Geschlechts sind, als nur durch diese Mann-Frau-Differenzierung und Unterscheidung. Ich möchte jetzt in einem nächsten Punkt dazu kommen. Ich bin ja immer noch bei diesem zweiten Block in meinem Vortrag, was sozusagen die möglichen oder die drohenden Verlustanzeigen angeht. Und da geht es mir darum, was das mit dem Männerbild und dem Frauenbild gleichermaßen macht. Diese Betonung, diese moralisierende Betonung auf Gender und auf die Unterschiedlichkeit in der Sprache. Wir sehen jetzt durch den Ukraine-Krieg, wie Menschen, Männer, die, wenn es gerade nicht Krieg wäre, für ihr Verhalten an toxischer Männlichkeit arg gescholten worden wären. Ich rede vom ukrainischen Präsidenten Selenskyj, der mit dem Militaria-T-Shirt auftritt, der sehr martialisch auch spricht, neben allen versöhnlichen, gewinnenden Worten, die er hat. Die Klitschko-Brüder, die in Kampfmontur, in Uniform dort zu sehen sind, die Soldaten, die dort kämpfen, was sie müssen, um ihr Land zu verteidigen. Aber da sieht man plötzlich auch, wie diese Begriffe von Aggression, von toxischer Männlichkeit, von Wehrhaftigkeit, von Mut ins Schlingern geraten. Wenn plötzlich solche Notphasen auftreten und ein sehr geschätzter Kollege von mir, Tobias Haberl, der jetzt gerade ein aktuelles Buch über den gekränkten Mann geschrieben hat, hat in einem Spiegelbeitrag vor 2 Wochen geschrieben, Pesto schützt nicht vor Pistolen. Also der verständnisvolle Mann, der Bärlauchpesto anrührt, der, ich mache jetzt so ein bisschen dieses Klischee vom Apfelkistenhochträger, der braucht vielleicht trotzdem so etwas wie Mut, wie mehr Wehrhaftigkeit, wie Tatendrang. Und Tatendrang muss nicht deswegen unbedingt auch gleich eine Aggression sein, die in Gewalttätigkeit mündet. Also da sind wir mittlerweile auch in sozusagen defensiven Männerbildern gefangen, die jetzt durch den Krieg eine völlige Umbewertung und Neubewertung erfahren, während gleichzeitig auch das Frauenbild, dazu komme ich gleich, zu einer anderen Rolle gerät. Und wie sehr dieses Thema toxische Männlichkeit, Aggression, wie sehr uns das irritiert, das zeigt sich nicht nur an Typen wie Selenskyj und Klitschko, sondern auch nach der Ohrfeige jetzt bei der Oscarverleihung von Will Smith, wo es nämlich zahlreiche Reaktionen gab von Frauen, so nach dem Motto, endlich mal ein Kerl, endlich mal einer, der seine Frau verteidigt, der sozusagen gefeiert wurde. Das ist dann schnell wieder zurückgenommen worden von offizieller Seite. Er ist ja auch aus dieser Academy ausgeschlossen worden. Aber wo man eben auch gesehen hat, es gibt eben auf beiden Seiten, bei Männern, aber eben auch bei Frauen, diesen Wunsch oder diese Neigung zu traditionellen Rollenbildern, was ja ein archaischer, nicht zu rechtfertigender Akt eigentlich ist, auf offener Bühne da jemand zu ohrfeigen. Aber trotzdem hat das eben auch sehr viele positive, gewünschte Reaktionen dazu geführt. Und deswegen ist auch die Frage, was macht das mit Beziehungen, mit dem Geschlechterbild, mit dem Bild von Frauen, weil was macht das mit dem Thema Sex? Weil es natürlich immer auch um das Dunkle, das Geheimnisvolle, das Wilde, des Begehrens und des Miteinanders geht. Und wo man sich fragen kann, wo bleibt das bei den jeweiligen Rollen, die mittlerweile in der Rollenzuschreibung dominierend geworden sind, wenn es eben darum geht, wir brauchen die starke, die mächtige, die selbstbewusste Frau. Wie kann die sich in solchen Situationen verhalten, in denen es um das Unklare geht, um das ja, Begehren, begehrt werden, das Miteinander? Will man da immer die Kontrolle behalten? Es gab jetzt gerade im SZ-Magazin einen Beitrag einer englischen Schriftstellerin mit dem schönen Statement: Niemand hat vollkommen die Kontrolle über die eigene Sexualität. Also da geht es bei Männern wie bei Frauen darum, sich gehen zu lassen, sich überfordert zu fühlen, gleichzeitig vielleicht zu überfordern. Und diese Dinge werden, glaube ich, nicht einfacher, sondern eher komplizierter, indem wir da das über die Sprache vermittelte jeweilige Rollenbild so stark voneinander einfordern und verlangen. Svenja Flasspöhler, die Soziologin und Autorin, hat ebenfalls sich beklagt über diesen Trend, der ein Teil war da in ihrer Argumentation die Gendersprache, aber besonders hat sie die
die übertriebene Sensibilität, das, was ich ein bisschen Richtung Infantilisierung, als Infantilisierung beschrieben habe, also dieser Rückzug auf die eigene Befindlichkeit, der bei all den Fragen, die eigentlich politisch, gesellschaftlich relevant sind oder sein könnten, so schnell in den Vordergrund gerät. Das hat sie kritisiert, dass wir nur noch sozusagen an unsere eigenen Verletzungen, Kränkungen, Empfindlichkeiten denken. Und das ist eine Art apolitisches Cocooning, würde ich das, also sich zurückziehen in seinen eigenen umsponnenen, seinen Rückzugsort, an dem man sich um die Fragen der bösen Welt und der Gesellschaft immer weniger kümmert. Nele Polacek, eine junge Autorin, die mittlerweile SZ-Kollegin im Feuilleton ist, Redakteurin, hat gesagt, bloß nicht gendern, das sei geradezu eine Diskriminierung, wenn die Besonderheit der Frau durch diese sprachliche, sie nennt das zum Teil auch Verhunzung, extra betont werden muss, was mich daran erinnert, an den früheren MAD-Redakteur Herbert Feuerstein, vor kurzem gestorben, der war mal Sidekick von Harald Schmidt, der in der Diskussion um Behinderte in einer Talkshow in den 80er Jahren schon gesagt hat, auch Behinderte haben ein Recht auf Verarschung. Also gerade indem man bestimmte Gruppen ausschließt oder mit besonders behandelt, ist das eine besonders sozusagen elitäre Form der Diskriminierung, indem man immer wieder betont, zu welcher unterdrückten, benachteiligten Gruppe sie gehören. Und er eben als Redakteur eines Satiremagazins fand es gerade wichtig, darüber eben auch eine bestimmte, sie auch bei Witzen inklusiv zu behandeln. Ich habe jetzt mal eine Tour de force versucht über die verschiedenen Bereiche, über die sprachliche sozusagen Inkonsistenz und Inkonsequenz, die damit einhergeht mit der Gendersprache und wie schwierig es rein technisch, formal, grammatisch, linguistisch ist, sich da auf eine einheitliche Form zu einigen, weil sie eben unlogisch und oft auch falsch ist und sich oft nicht durchsetzen lässt oder zu absurden Stilblüten führen würde. Das war sozusagen der erste Teil, das erste Drittel meines Vortrags. In dem zweiten Teil habe ich versucht, deutlich zu machen, welche auf wie vielen verschiedenen gesellschaftlichen Gebieten, Bereichen ja, eine Verlustanzeige droht, wie sich etwas verengt, wie wir diese Engführung in der Argumentation sehen, wie wir andere problematische Rollenzuschreibungen dort sich daraus ergeben könnten. Und deswegen möchte ich noch mal ganz zum Schluss betonen, mir geht es unbedingt darum, die Verhältnisse zu ändern. Das ist aber nicht über eine Betonung der eigenen Identität, der biologischen Identität aus meiner Sicht der Fall, sondern indem wir die gesellschaftlichen und die politischen Verhältnisse ändern und nicht die Sprache. Und in meinem im Herbst erscheinenden Buch über Risikofaktor weiblich ist der Titel, da zeige ich ausführlich, wie sehr Frauen konkret, auch durch die Art, wie man ihnen unterstellt, dass sie sich verhalten, dass sie reden, dass sie sich beim Arzt geben, wie sie konkrete Nachteile haben in der Medizin, wie sie schlechter behandelt werden, warum Diagnosen später gestellt werden, warum beispielsweise bestimmte Erkrankungen, die hauptsächlich bei Männern vermutet werden, COPD, also chronisch obstruktive Lungenerkrankung. Da gibt es spannende, irritierende Experimente, die schon zum Teil 20 Jahre alt sind, wo gezeigt werden konnte, wenn identische Fallberichte Ärzten vorgelegt worden sind, also identisch von der Symptomatik und von den erhobenen und gemessenen Werten, und man hat nur unterschieden, hat, also die Ärzte, Ärztinnen haben die Patienten nicht gesehen, und hat nur dazu geschrieben, Mann oder Frau, dann wurde die Diagnose COPD, die richtige Diagnose, nur bei 42% der Frauen gestellt, aber bei knapp 60% der Männer, weil man diese Krankheit einfach Männern zutraut und Frauen nicht. Und noch eklatanter ist sozusagen das, was sich kommunikativ für Unterschiede finden lassen, dass Frauen in der Medizin oft als ja, nicht compliant wahrgenommen werden, dass sie Widerworte geben, dass sie mit den Therapieempfehlungen nicht einverstanden sind, dass sie sich nicht von Ärzten, von männlichen Ärzten zu Lebensstiländerungen anregen oder auffordern lassen und dass sie deswegen schlechter behandelt werden, später diagnostiziert werden, dass es seltener notwendige invasive Untersuchungen gibt, beispielsweise beim Herzinfarkt, das ist schon lange bekannt, aber auch bei vielen anderen Erkrankungen, auf die ich anfangs überhaupt nicht gekommen wäre, als jemand, der in der Medizin sozialisiert worden ist. Also da gibt es viele, viele Beispiele, auf die man, auch wenn man versucht, für dieses Thema sensibel zu sein, am Anfang nicht unbedingt gekommen wäre, ich zumindest nicht, wo ich viel dazu gelernt habe. Und deswegen mein Appell, es ist wichtig, die Verhältnisse zu verbessern, es ist wichtig, Emanzipation, gesellschaftliche Teilhabe, all diese Dinge
durchzusetzen, umzusetzen und zu verbessern, all die am Anfang genannten Nachteile und Benachteiligungen von Frauen. Aber da ist nicht der wichtigste Punkt, die Sprache zu verändern. Die Sprache verändert sich dann mit der Zeit schon mit, wenn sie einfacher wird, wenn sie naheliegender wird. Im Moment ist es aber eher ein uneinheitliches Chaos und deswegen ändert die gesellschaftlichen Verhältnisse. Die Sprache zieht dann schon mit. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich versuche deutlich zu machen, die Defizite, die Nachteile für Frauen sind bekannt. Die sprachliche Lösung ist nicht naheliegend einfach, deswegen bin ich dagegen und sie verhindert und verengt viele gesellschaftliche Aspekte, die stattdessen viel, viel wichtiger wären zu lösen und die deswegen oft verschleiert werden oder gar nicht angegangen. Es ist häufig eine Scheindiskussion mit einem guten Gewissen. Ich bin sehr lösungsorientiert, ich sehe nur keine einfache, vernünftige, sinnvolle, in sich konsistente Lösung und deswegen ist meine vorläufige Lösung, von Lehrerinnen und Lehrern, von Ärztinnen und Ärzten zu reden und zu schreiben. Das finde ich sehr sinnvoll, aber die anderen habe ich aus den genannten Gründen lehne ich ab. Einseitig finde ich das nicht, sondern ich finde, mir war es wichtig, deutlich zu machen, neben dieser sprachlich-linguistischen Inkonsistenz, welche gesellschaftliche Bedrohung oder welche Infragestellung davon ausgehen kann, von dieser Debatte oder zum Teil schon ausgegangen ist. Und natürlich gibt es immer, wie soll ich sagen, ideologische Übersteuerung oder in Debatten, in denen etwas ein fragiles Thema, ein heikles Thema diskutiert wird, gibt es immer Übertreibungen oder aber ich habe eben versucht, deutlich zu machen, was wir da zu verlieren drohen an Argumentationskultur und Inklusion. Also das fand ich jetzt sehr irritierend, weil ich habe ja gerade deutlich gemacht, dass ich glaube, dass wir in einem sehr elitären, exklusiven Diskurs uns da befinden, der, ohne dass wir das vielleicht wollen, viele Leute ausschließt. Und klar, Irritation finde ich immer gut, aber die Irritation muss dann irgendwann auch zu was Handhabbaren führen. Und nochmal, die gesellschaftlichen Verhältnisse, die zu ändern, das ist aus meiner Sicht der weit, weitaus entschiedenere Punkt. Und da haben wir jetzt wieder, auch in dieser Diskussion in den letzten 20 Minuten, da haben wir über eigene Befindlichkeit, über ja, sprachliche Mittelwege oder schlechte Umwege aus meiner Sicht gesprochen, aber nicht über das, was wir tatsächlich ändern könnten und wo noch Nachteile bestehen.